Herzlich willkommen heute zu einer weiteren Reihe, die gefährlichsten Flughäfen der Welt. Und zwar machen wir heute einen Ausflug in der fünften Reihe nach Hongkong zum ehemaligen Flughafen Kai Tak. Kai Tak ist ja seit dem 6. Juli 1998 geschlossen und wurde ersetzt durch den neu gebauten Flughafen Chep La Kok, der ca. 35 Kilometer vom Stadtzentrum auf einer künstlichen Insel liegt. Kai Tak war einer der am schwersten anzufliegenden Flugplätze der Welt, berüchtigt wegen seines komplizierten Anfluges, dem sogenannten Checkerpoint-Anflug auf die Landebahn 13, bedingt durch eine Gebirgskette, die sich als Anflughindernis im Anflugsektor der Landebahn befindet, war ein ILS-geführter direkter geradliniger Anflug von Nordwesten her kommend in Richtung Victoria Harbour topografisch nicht möglich. Jedoch waren Landungen in Betriebsrichtung 13 aufgrund der meisten vorherrschenden Windrichtung unabdingbar. Das funksendergestützte Instrumentenlandesystem unterschied sich von den anderen Flughäfen. Und zwar kurze Erklärung, der Checkerpoint ist ein Hügel, der sogenannte Checkerport Hill, am Stadtrand gelegen, der mit einem sehr bekannten rot-weißen Schachbrettmuster markiert war. Dieses nannte man den Checkerport. Das soll die Verlängerung der Mittelachse der Landebahn darstellen und von da aus mit einer scharfen Rechtskurve von 48 Grad sollte man dann auf die Landebahnschwelle umschwenken, um quasi den Endanflug zu markieren. Kai Tak ist auch so gefährlich, beziehungsweise ein weites Ausschweben hinter der Landeschwelle war aus weiteren Gründen gefährlich. Erstens endet die Landebahn mit Wasser, zweitens gehörten extrem starke Seitenwindböen zum Alltag. Von ihnen wurden die Flugzeuge oftmals kurz vor dem Aufsetzen aus der Bahnmitte versetzt und wegen der Nähe zur Stadt musste aber auch ein zu frühes Aufsetzen vermieden werden. Das Aufsetzen vor der weißen Schwellenmarkierung wurde zudem mit einem Bußgeld belegt. Kai Tak hatte nur eine Straßenlandebahn, das war die, wie gesagt, die 13-31 mit 3390 Meter und 45 Meter Breite. 1996 hatte Kai Tak 29,5 Millionen Passagiere abgefertigt und 1,56 Millionen Tonnen Fracht. Da kann man schon mal ausmachen, welche Größe der Flughafen hatte. Auf einer Größe von ungefähr nur 250 Hektar, nur einen einzigen Terminal, war hier natürlich dichtes Bedrängnis angesagt. So, ich wünsche euch eigentlich nur noch viel Spaß bei dem Anflug. Und zwar werden wir nur einen kurzen Flug machen vom Flughafen Chep La Kok. Vielen Dank.
gesagt, dieser ist geschlossen, deswegen auch die nächste auf der Landebahn. Ja, ich hoffe, der Flug hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like oder ein Abo sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in der 6. Folge die gefährlichsten Flughäfen der Welt. Da geht es nach Gibraltar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. We'll be right back.